Ready to play? Jupp. So, wir wollten die Eier klauen. Wir wollten noch ein paar... Das Kratzen von diesen Augendingern auf dem Boden irritiert mich richtig. Aber ja, wir wollten noch ein paar Steine mitnehmen. Dann schnell noch eine Pickaxe gebaut. So, und danach wollten wir alle Eier klauen. Und da hier sehr viele von diesen wandelnden Augen sind, könnte das echt gefährlich werden. So, haben wir noch was zu essen? Jo. Ja, nicht schlafen gehen. Okay, also da sind schon mal zwei. Die sind sogar alle eingetragen. Okay, also ich laufe jetzt. Ich schnapp mir das Ei da. Geh weg. Ich schnapp mir das Ei da, schnapp mir das Ei da, schnapp mir das Ei da. Nicht auf mir rumkratzen. Und dann laufe ich ganz schnell dahin. Ich hoffe mal, ich kann hier unterwegs abhängen. Und dann werden wir wohl da übernachten. Oder wenn es richtig gut läuft, laufe ich durch den Sumpf. Da müssen wir dann gucken. Also erstmal, geh weg da. Geh. Okay, ich klaue das Ei. So. Klar. Der läuft ja gar nicht hinterher. Okay. Oh, der läuft hinterher. Na komm. Ich hab dein Ei nicht. Oh, 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 oh. Hilfst du etwa dem anderen? Na, da komme ich jetzt nicht ran. Geh mal weg. Die werden sehr schnell wieder friedfertig. Was ja auch recht praktisch ist. Ja, die tun mir nichts mehr. Also man muss einfach die Eier klauen, ein bisschen hin und her laufen und dann war's das. Okay. Sage ich mal nichts zu. Das nehmen wir auch noch mit. Ist nur die Frage, ob man diese Nester irgendwie künstlich anlegen kann. Warum kann ich da jetzt nicht... Ja. Weil dann wäre das echt super praktisch. Die bringen ja zum einen halt recht viele Forschungspunkte und ich denke mal, die machen auch tierisch satt. Das ist ja quasi ein ganzes Straußenei. So, jetzt rüber auf die Insel. Mit einem Grund, warum ich jetzt auch so schnell wieder zurück in das Hauptlager will, also zur Farm, ist, dass der Patch, glaube ich, schon da ist. Ich habe auf Steam ausgestellt, dass mein Patch, das Spiel automatisch gepatcht wird. Und im Hauptmenü sieht man jetzt so eine Anzeige, dass der Patch imminent ist. Also kurz bevorsteht. Ich denke einfach mal, der ist längst schon da und das Spiel weiß das halt nur nicht, weil es nicht updaten darf. Also ja, wir laufen jetzt zurück ins Basislager. Da gibt es dann einen Cut. Und ich hoffe dann mal, dass wir das in der Zwischenzeit dann gepatcht bekommen und dass nichts dabei kaputt geht. Also unser Inventar soll sich verändern. Es gibt wohl nur noch 10 Slots nach dem Update. Das heißt, wir müssen dementsprechend auch die Sachen auf den Boden legen. Oder in Kisten. Und es ist jetzt so, dass je länger man das Spiel überlebt, desto schwieriger wird es. Es hat mit den Wölfen zu tun. Und Bienen, komischerweise. Aber was das damit auf sich haben soll, weiß ich noch nicht. Aber im Forum stand halt, dass je älter der Spielstand ist, desto mehr Wölfe kommen dann auch. Das heißt, wir kriegen jetzt auf einen Schlag wahrscheinlich ganz viele Wölfe, weil wir schon bei Tag 35 sind. Könnte also echt hart werden. Aber wir haben unseren Speer. Wir schaffen das zeitlich wahrscheinlich noch. Ja, das kriegen wir hin. Der gerade Weg durch wäre schneller. Zwangsweise. Gerade ist immer schneller als komischer Bogen. Hat es Nachteile, wenn wir gerade durchlaufen? Es wird überall Sumpf sein, nehme ich einfach mal an. Also, nö. Wir laufen jetzt gerade durch. Eventuell, wenn wir auf dem Weg bleiben, kommen keine Tentakel. Habe ich bisher so gar nicht drauf geachtet, aber der Weg geht in die vollkommen falsche Richtung. Ja, nee, das bringt uns nichts. Aber generell sollten wir darauf mal achten. Also, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir einfach zickzack laufen, den Weg entlang, aber... Oh. Ausweichen. Oh. Das ist wieder schon viel zu nah dran an mir gespawnt. Das ist doch unfair. So. Aber ja, durch diesen Sumpf laufen, während eine Horde Wölfe hinter uns her ist, wird wahrscheinlich dann noch interessanter werden. / tödlich. Und hey, hier sind ja Bäume. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Das kommt jetzt unerwartet. Aber ist schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, im Notfall könnten wir auch hier Zwischenstopps machen.
Aber nein, wir wollen jetzt zu unserem Basislager vor dem Sumpf. Und das Schweinefleisch nehmen wir dann mit. Oh, 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 oh. Hey, was machst du denn da? Du bist hungrig? Dann iss doch mal... Nee, iss mal ein Spinnenfleisch. Ja, ich freue mich, genau. Dann kommen wir mit zurück in deine Stadt. Auch wenn wahrscheinlich kein Platz mehr in den Hütten ist. Denn da ist jemand anders eingezogen. Nacht kommt gleich, aber noch nicht die ganz dunkle Nacht. Also können wir noch bis zu den Schweinen laufen. Komm. Komm in die Puschen. Oder Hufen. Oder Klauen haben, glaube ich, Schweine. Also diese zwei Dinger da nebeneinander. Ich glaube nicht, dass das Hufe heißt. Und er läuft weg. Na gut. Licht aus. Licht an. 1, 2, 3, 4, 5. So, sehr schön. Wir haben sehr viel Hunger. 59 Stück fehlen. Ich verkoche einfach mal eins von den Eiern. Und ja, ich weiß, die bringen viele Forschungspunkte, aber ich will gucken, wie viel Essen die bringen. So, ein... Spiegelei. 39. Wusch. 79. Also mal eben 40 Nahrung. Also wenn man am Tag zwei Eier findet, ist man eigentlich versorgt. Oh, die können wir auch noch mitnehmen da hinten, die Pinecones. Zack. Nein, nein, die wollte ich eigentlich mitnehmen, aber wir haben nicht genug. Nicht genug Platz. Na gut, dann bauen wir hier halt neue Bäume auf. So, so, so. Wir müssten ja in unserem Lager eh noch genug Tannensapfen haben. Also, nächster Plan. Wir laufen jetzt bis zur Farm. Da verstauen wir das ganze Zeug. Bauen eventuell noch eine Kiste? Nee, dafür haben wir nicht genug Holz. Naja, verstauen unser ganzes Zeug. Im Notfall schmeißen wir einen Teil davon auf den Boden. Und dann wird gepatcht. So, eins, zwei. Das reicht. Oh, der hier ist schön groß. Und ich vergesse immer, dass man nachts nicht Holz hacken sollte. Aber na gut. Ich hoffe mal, dass die Schweine alle rauskommen, wenn hier plötzlich ein Ent auftaucht. Obwohl, letztes Mal kamen sie auch erst raus, als es Tag wurde, oder? Aber allgemein können wir noch sehr viel mit den Schweinen experimentieren. Wir könnten auch probieren, denen eine Waffe in die Hand zu drücken. Also ein Speer oder eine Axt. Oder sie mit Gold bestechen oder was weiß ich. Und was passiert, wenn man so ein Haus anzündet? Ob das dann kaputt geht, ob da ein Schwein rausläuft oder was auch immer. Was ist das da? Ach, nur ein Tannenzapfen. Aber ja, damit können wir noch sehr viel rumexperimentieren. Genau wie mit den Bienenstöcken unten hinterm Sumpf. Und mit den ganzen anderen Sachen, die man mit der besseren Forschungsmaschine bauen kann. Genau die da. Aber das halt alles, wie gesagt, erstmal nach dem Patch. Unsere Priorität ist, den Patch quasi überleben als Speicherstand. Und dann die Wölfe überleben. Und gucken, wie wir damit klarkommen. Und dann, wenn es einigermaßen sicher ist, dass wir jeden Tag überstehen werden... Dann können wir uns daran machen, die restlichen Sachen zu erforschen. Also erstmal richtig zu erforschen und dann mit den erforschten Sachen ein bisschen rumzuprobieren. So, wird gleich Tag. Wird gleich Tag. Ist Tag. So, weiter, 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 weiter. Und wow, der Bart von Wilson sieht ja inzwischen aus. Da stolpert er ja schon fast drüber. Ja, also wir sollten uns bald mal rasieren. Denk mal, so vor einem Patch ist sowas angesagt. Ist ja schon fast ein Feiertag. Oh, vielleicht sollte ich vorher die Gräber noch ausheben. Aber nee, das wäre Exploiting. Wenn ich jetzt die Sachen hole, die man später wahrscheinlich nicht mehr so ordentlich bekommt. Also ich denke mal, die Amulette zum Beispiel wird es seltener geben, da man sie jetzt ja ausrüsten kann. Das wäre ein bisschen albern, wenn wir jetzt alle Gräber ausheben, um in die Amulette zu kommen. Und dann Zehntausende von denen haben, obwohl die irgendwas ganz Tolles machen. Nee, nee, das lassen wir mal lieber. Wir laufen jetzt einfach zurück.
noch irgendwas, was wir beachten müssten? Also Inventarplatz, ja, habe ich schon mehrfach erwähnt. Wir könnten eine Mauer aus Bäumen um unser Lager rumbauen. Aber unser Lager ist ziemlich groß. Ich glaube nicht, dass wir das so hinbekommen. Vor allem auch wegen der Farm da überall. Richtig schön viel Gras. Ja, sehr schön. Ja, also ich denke nicht, dass wir da eine richtige Mauer rumbekommen. Aber wir könnten zumindest so ein, zwei Seiten abdecken. Aber erstmal das ganze Zeug einlagern. So, wir haben hier die Eier. Die kommen erstmal da rein. Obwohl, die können wir gleich erforschen. Komm mit. Dumm, 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 dumm. Wir haben 150. Wusch, 230. Also 80 Punkte pro Stück. Nicht zu verachten. So. Fleisch kommt da rein. Samen kommen da rein. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Da sind... Tun wir die Steine hier rein. Da sind die Amulette. Oh, den Rasierer, den wollte ich noch benutzen. So, Spinnseide kommt auch noch hier rein. Das ganze Gold kommt hier rein. Einmal rasieren bitte. Oh, dauert das lange. Ja, hast ja auch sehr viel Bart. Oder wir sind irgendwie buggy. Nee, sind wir nicht. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stücken Bart. Ja. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr für den Rasierer. Na gut. Ist zwar alles jetzt ein wenig durcheinander, aber das kommt da rein. Das heißt, wir haben jetzt 3, 6, 8 Slots im Inventar gefüllt. Das müsste reichen. Also ich glaube, 8 oder 10 kann man ab dem Patch nur noch tragen. Dafür gibt es dann halt einen Rucksack, den man herstellen kann. Wie auch immer. Das müssen wir gleich mal erforschen. Gut. Nutzen wir die Zeit noch effektiv. Sammeln ein wenig Gras. Und sobald der nächste Autosave kommt, also ich denke mal erst um Mitternacht. Warum ist das gerade so hoch ge... Also ja, wenn er um Mitternacht kommt, dann mache ich einen kleinen Cut. Dann dürfte die 15 Minuten eh voll sein. Und in der nächsten Folge dann neuer Patch. Entweder das oder das Spiel ist vorbei, weil wir durch Patch gehütet wurden. Was nicht besonders toll wäre. Aber soll ja vorkommen. Leider kann ich auch kein Update... Backup. Leider kann ich auch kein Backup machen. Weil das Ganze irgendwie über die Steam Cloud läuft. Da habe ich keinen Zugriff zu. Und wenn ich das nicht mit der Cloud mache, dann verschwinden die Speicherstände. Was auch recht übel ist. Also das Spiel scheint echt darauf ausgelegt zu sein, nur mit der Cloud gespielt zu werden. Was aber auch eigentlich ganz nett ist, weil es verhindert halt, dass Leute mit den Spielständen rum experimentieren. Also cheaten. Oder so wie ich ein Backup machen. Aber wenn man ein Backup macht, dann ist ja der ganze Permades sinnlos. Ich würde es ja halt nur machen für das Let's Play. Aber andere gemeine Leute würden das minderwertig missbrauchen oder so ähnlich. Oh, Bären können wir mal mit. Jo, 58 Gras, sehr schön. Da können wir gleich jede Menge Seile draus machen. Und dann die Seile entweder für das Zelt benutzen, was ich auch schon ewig lang... Geh weg. Also für das Zelt benutzen, was ich schon ewig lange machen wollte. Oder für ein, zwei Rüstungen auf Vorrat. Ich glaube, das macht ein wenig mehr Sinn. Wegen den Wölfen und so. Da hinten war noch eine kleine Grasfarm. Und eine Mini-Bärenfarm. So. Oh, Stöcke haben wir auch nur noch 5. Da sollte ich zwischendurch auch ein paar mitnehmen. So, du. Du. Und bei Zeit noch mal eine Schaufel anlegen. Da hatten wir bis vor kurzem ja keinen Flint für. Das dürfte jetzt eine Weile nicht mehr passieren. 22 Stück sind doch eine ganze Menge. Damit dürften wir locker nochmal 36 Tage überleben. Ja, du solltest ein Feuer machen, richtig. Aber, oh, da ist gerade ein Vogel in die Falle gegangen. Und jetzt ist mein Inventar schon wieder so voll, dass da gleich bestimmt wieder was rauspurzelt. Also erstmal du. Du wirst verkocht. Gleich gegessen. Du wirst aufgestellt. Die ganzen Seile werden schnell gemacht, damit der ganze Gras da wegkommt. So, komm mal. So. So, haben wir da irgendwo noch Platz für? Nö. Aber ich denke mal, kein Tier wird ein Seil essen, also kommst du auf den Boden. Genau wie die 14 Bären würden verschwinden.
Die Flint will ich nicht auf den Boden legen, einfach so. Weil was passieren könnte. Ich lege mal die Fackel auf den Boden. Also ich weiß, sie dürfte eigentlich nicht brennen, aber trotzdem lege ich sie mal ein bisschen weiter abseits. So, sehr schön. Und ich hoffe einfach mal, dass diese 8 Slots hier unten dann das Inventar ist, das neue. Und die da oben verschwinden und erst mit dem Rucksack freigeschaltet werden. Also wir müssten so einigermaßen klarkommen. Okay. Was können wir jetzt noch machen? Die letzten 2 Minuten. Könnten noch was erforschen. Oh. Stimmt, ein Schlafsack. Damit kann man durch die Nacht durchschlafen. Das klingt schon mal sehr praktisch. Machen wir aber mal. So. 200 Punkte. Autsch. Oh, na gut. Zack. Seile wieder auf den Boden und gucken wir mal, was passiert. Cool. So, abgespeichert wurde und der Schlafsack ist ganz weg. Oh, das ist eine Einmalsache. Das ist doch ärgerlich. Na gut, aber jetzt machen wir kurz einen kleinen Cut. Ich spiele den Patch drauf und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Also bis dann.